Alter Falter, Werder verliert gegen Bayern München 4-0. Habt ihr euch das Spiel heute angesehen? Das sind in 60 Jahren sind wir schon so oft auf Bayern München getroffen. Das ist heute die 130. Partie. Und jetzt überlegt mal, die letzten 10 Jahre, wann haben wir denn mal gegen Bayern München gewonnen bzw. unentschieden gespielt? Wo haben wir denn mal geglänzt? Ich kann mich das letzte Mal daran erinnern, da war Klinsmann noch Trainer, da haben wir 5-2, glaube ich, in München gegen Bayern gewonnen. So, danach kam doch nichts mehr. Wir sind doch nur abgeledert worden. Wenn man mal guckt, wie Bayern aufgebaut hat in Sachen Kohle und Spieler und was sie bezahlen können, und was können wir denn noch bezahlen? Wir sind sogar abgestiegen in der Zeit. Wir können nur bessere Zweitligaspieler verpflichten. Oder wir verkaufen Verletzte, die dann eh nicht spielen können. Das ist doch nicht mehr Werder Bremen, wie das früher mal war. Wir kämpfen. Nur würde ich sagen, halbwegs, ich meine, die Trainingsaspekte, die wohl eingeübt worden sind, das hat man anteilig gesehen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht das 1-1 gefallen, also dieses Abseitstor von Füllkrug. Das hat man anteilig gesehen, dass die laufen können. Ja, hat man ein bisschen gesehen. Die Bayern sind eigentlich weggelaufen. Da hat mir jemand gefehlt, der einfach mal sagt, den haue ich jetzt um, der läuft mir jetzt hier nicht vorbei. Also. Ich habe früher auch Fußball gespielt, ich war nie wirklich gut. Aber ich habe immer gerne Verteidiger gespielt. Und wenn ich in der Verteidigung war, dann haben wir auch so gut wie nie Gegentore gekriegt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass der Mann war meistens schneller wie ich, aber trotzdem kam der nicht an mir vorbei. Ja, da musst du den einfach mal ein Schienbein treten, dass er mal liegt, fertig ist. Also das vermisse ich so ein bisschen. Also, das heißt ja nicht immer, dass man eine rote Karte ziehen muss oder so, aber. Dass ich den irgendwie mal weiß mache, an mir kommst du nicht vorbei. Ich meine, die Aufstellung war ja so wie ungefähr, wie ich getippt habe. Ich meine, wenn Stark nicht ausgefallen wäre mit privaten Problemen, wäre das auch fast so gekommen. Der Friedel hat ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Also der hat gefühlt drei Böcke drin gehabt. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir auf 4-0 verloren haben. Wir haben jetzt in der vierten Minute hat Sané das 0-1 geschossen. Dann haben wir in einer sehr guten Phase versucht gegenzuhalten. Wie gesagt, dieses Abseitstor von Füllkrug, wo ich gedacht habe, okay, da ist vielleicht was drinne. Bayern München ist gar nicht so gut hinten in der Abwehr. Also gefühlt, wenn wir das nicht gewesen wären, sondern vielleicht sogar wieder Leipzig, hätte Bayern wieder verloren. Die sind hinten richtig schlecht mit ihren Systemen. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber wir wollen ja nicht über Bayern München sprechen, wir wollen über Werder sprechen. So, dann hat Werder versucht gegenzuhalten. Hatten auch ab und zu ihre Chancen, aber gefühlt habe ich gedacht, Altorn spielt. Wir waren dauernd im Abseits, Alter. Da kann ich nur sagen, also, das geht. Also, du kannst ja zwei, dreimal ins Abseits laufen, aber ich muss auch ein Gefühl dafür haben, wo Abseits ist. Also ich bin ein Spieler von Werder Bremen, ich spiele in der Bundesliga auf einem höheren Niveau. Da bitte dich, das muss man eigentlich können. Es waren ein paar gute Spielzüge drin und ich glaube, wenn man dann besser an den Ball rangekommen wäre, hätte es auch ein oder zweimal klingeln können für Werder, aber sind wir mal offen. Ich habe vom Anfang an nicht auf den Werder-Sieg getippt. Also die größte Hoffnung, die ich überhaupt hatte, wäre vielleicht ein Unentschieden gewesen, aber. Wie gesagt, in der ersten Minute hat Sané erste Minute sage ich schon, das 0-1 in der vierten Minute geschossen. Dann hat Kane in der 74. Minute das 0-2 geschossen. Dann hat Sané nochmal in der 90. Minute 0-3 geschossen. Und dann hat Tell in der 90 plus 5 quasi das 4-0 geschossen. So. Da hat man gesehen gehabt, ab der 74. Minute sind sie einfach eingebrochen. Die Kondition war weg. Da sind Spieler eingesetzt worden wie Friedel, der kann doch gar nicht richtig fit sein. Der Weiser kann doch gar nicht richtig fit sein. Die mussten aber spielen, da war die Power am Ende einfach weg. Auch wenn sie nachher gewechselt haben, aber da war so das System nachher, das war irgendwie weg. Das war nachher ganz unglücklich und dann haben sie vor ausverkauftem Haus, also wir hatten 42.100 Leute da drinnen heute, richtig eine auf die Packung gekriegt. Ich meine, ich habe ja mit einem 6-0 intern gerechnet, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Video erzählt habe, ich glaube nicht. Aber das macht einen schwermütig, depressiv lässt einen das zurück. Wenn man mal den Ausblick hat für Werder Bremen, also wenn du da nicht in eine Weste reinholst mit viel Kohle und mal vorne den ganzen Vorstand mal sanierst und mal richtig Leute reinholst, die mal Ahnung davon haben, dann glaube ich nicht, dass Werder mal wieder unter die ersten fünf kommt. Also da muss schon sehr viel Zufall dazu kommen, dass du mal Spieler für kleines Geld holst, die richtig zünden. Aber das läuft doch gar nicht. Wir holen Spieler, die viel Geld kosten, die sitzen aber nachher auf der Bank oder wir haben nachher Leute, die fahren gar nicht mit oder die sind nachher verletzt.
machen dann nachher vielleicht von 32 Spielen, 34, vielleicht 10 Spiele und das war's. Dann muss man sich fragen, ob ich denn so jemanden brauche. Dann heißt es ja nicht, dass er in den 10 Spielen nachher denn uns auch das Spiel rettet, ne? Ja, lässt einen ein bisschen depressiv zurück, das Spiel. Ich meine, ich könnte jetzt ausrüsten, austicken. Naja, ich denke immer so, wenn du es nicht anders erwartet hast, das Ergebnis kam Pi mal Daumen so hin. Ich meine, mich wundert, dass mein Bruder mich nie angerufen hat, dass der mich nicht auslacht, ne? So als wäre da fern, man das die Tage nicht einfach, du. Naja, was soll ich sagen? Aufstellung war halt Palenka im Tor. Piper, Veljkovic, Friedel, ne? Also Veljkovic ist wahrscheinlich reingekommen, weil stark, der ist ja wegen Problemen zu Hause geblieben, private. Weiser ist getauscht worden in der 59. Minute gegen Bürk. Lynn, es ist in der 68. Minute, ist kam dann groß rein, das war dann auch ein Desaster. Dann hat links Jung gespielt, ist in der 79. gegen Opitz ausgetauscht worden. Das fand ich schon mal Beispiel gut, dass sie den Jungen dann jetzt eine Chance gegeben haben, den spielen zu lassen. Ich finde, das ist auch für die Vorbereitung, die er hatte, eine gute Anerkennung. Haben jetzt verloren, mein Gott, aber der Junge Spielzeit mit. Ich glaube, der Junge wird noch wichtig werden, weil wir, glaube ich, keinen Linksverteidiger mehr verpflichten werden. Sehe ich nicht aktuell, weil wir einfach wieder keine Kohle haben. Wir haben schon wieder so viel verkauft, aber haben wieder kein Geld. Ich weiß nicht, wo in Bremen die Kohle immer versickert. Also, ich habe intern, denke ich immer, aber ich kann es nicht beweisen. Dass da irgendwo so ein großes Loch ist oder eine große Hosentasche und da geht das Geld rein. Aber komm, ich will nicht lästern. Was heißt das wieder unter dem Kommentar hier, unter dem Video, ich läster zu viel, aber. Naja, komm. Bittencourt hat gespielt, ist in der 68. Minute gegen Schmidt ausgetauscht worden. Stage hat gespielt, der ist gegen der 79. Minute gegen Kondaski ausgewechselt worden. Da hat man das am Ende mit der Brechstange nochmal versucht. Füllkrug und Dutsch. So, Dutsch war am Ende richtig platt. Ich verstehe nicht, dass man den nicht runtergenommen hat, wenn er platt ist. Die Mannschaft, die ist konditionell nicht fit. Ist die nicht. Kann die gar nicht sein. Die hatten so viele Verletzte in der Vorbereitung. Die sind höchstens bei 60, 70%. Und das sieht man auch, wenn sie ausgewechselt worden sind. Und dann spielst du gegen Bayern München, die so laufintensiv sind. Und die haust du noch nicht mal irgendwie um, nach dem Motto, du kommst nicht an mir vorbei. Die sind uns weggelaufen. Also Bayern hat noch nicht mal auf dem höchsten Niveau gespielt. Die haben in der 4. Minute 1-0 geführt, haben das rumplätschern lassen. Hatte Werder ein paar Chancen gehabt, ja, keine Frage, haben es natürlich nicht gemacht. Und dann ist Werder richtig eingebrochen oder Bayern hat gesagt, komm, jetzt drehen wir nochmal auf. Ja, es lässt einen sehr depressiv zurück. Es bringt aber jetzt nichts rumzuschreien. Kopf in den Sand zu stecken geht auch nicht. Das nächste Spiel ist gegen Freiburg. Kann man nur hoffen, dass es besser wird. Wir müssen dringend diese schrecklichen Abwehrfehler, die müssen wir in den Griff kriegen. Und wenn Friedel nicht fit ist und nur Böcke schießt, dann bitte, dann lass ihn mal auf der Tribüne. Dann ist der Junge einfach nicht fit. Nicht jetzt Kritik gegen ihn zu haben, sage ich jetzt mal so, aber wenn er nicht fit ist, ist er nicht fit. Und dann erwarte ich auch von einem Spieler zum Trainer zu sagen, pass mal auf, ich bin nicht fit, ich bringe diese Leistung nicht. Trainer, ich setze das Spiel heute nochmal aus. Und das als Kapitän würde ich das erwarten. Ja, weiß ich nicht. Also, er kann sich nur drüber ärgern. Ist halt Bayern München, wie viele sagen, reg dich nicht auf. Ja. Also, mit einem Magengrummeln kann man das echt nur verlassen, jetzt dieses Spiel. Ich denke mal, viele, die wird es angekotzt haben, aber nimm es mit Humor in der Hoffnung, dass es gegen Freiburg dann besser wird. Jetzt sind wir erstmal am ersten Spieltag letzter. Und wer jetzt Böses munkelt, sagt sich nachher, Tobias, wir werden unten drinnen stehen. Wenn du diese Leistung gesehen hast, wir sind hinten in der Abwehr schlecht aufgestellt. Wir spielen, Entschuldigung, also wenn wir ein Scheunentor aufgeschoben haben. Ihr wisst ja noch, ich habe im letzten Video gesagt gehabt, ich bin noch ein bisschen krank und erkältet. Man merkt das auch noch ein bisschen beim Sprechen vielleicht oder durch das Husten. Entschuldigung. Jedenfalls ist das so, dass wir so, wenn wir so spielen, keine Chance haben. Auch wenn wir vorne einen Dreiersturm machen und wir schießen dann zwei, drei Tore mehr. Aber wenn du hinten fünf kriegst, dann bringt da vorne zwei Tore mehr auch nichts. Na komm. Sehen wir mal zu, dass wir nochmal die Bayern jetzt besprechen. Die Bayern, die haben mit Ulreich ein Tor gestartet. So, da kann man das schon mal sehen.
Die sind da auch nicht wirklich gut besetzt. Namen muss ich aussprechen können. Mazarin Upamecano Kim, der in 68. Minute ist Delay reingekommen. Davis Kroketska, in der 79. Minute kam Leimer rein. Der hat Kimmich und Sané gespielt. In der 84. Minute kam dann Thomas Müller rein. Dann Coman, in der 84. Minute kam Choupo-Moting rein und dann hat Kane gespielt und in der 84. Minute kam Tell rein. Also wenn die auch gewechselt haben, dann haben die fast 1 zu 1 gewechselt. Da ist minimal, ist ein Unterschied drin. Also wenn wir nur einen von diesen Spielern hätten von Bayern, würden wir uns die Finger ablecken. Wir können finanziell, wir können mannschaftlich, wir können nicht mehr mithalten. Und viele Mannschaften, die früher mal hinter uns waren, finanziell und sowas, guckt euch Frankfurt an. Das war früher eine Fahrschulmannschaft. Die ist sowas an uns vorbeigezogen. Freiburg. Wenn schon haben sie große Investor drinnen, dass sie richtig Geld reinschießen und holen dann gute Spieler, weil sie Ahnung haben, wen sie holen müssen. Die scouten dann gut, haben gutes Personal auf der Führungsebene. Wenn wir uns das mal angucken bei Werder Bremen, was haben wir da oben sitzen? Was haben wir da oben für Leute sitzen, die haben keine Ahnung. Die waren mal im Fußballgeschäft selber mal Spieler gewesen und mehr Erfahrung haben die nicht. Dann haben die angeblich irgendwelche Kurse besucht, dass sie sich Manager auf irgendwas nennen können. Aber gefühlt denke ich manchmal, wenn du hier so Online-Spiel spielst, Fußballmanager hast bald mehr Ahnung von als die. Also, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Für Coachen möchte ich jetzt nicht darüber anfangen. Da sind sicherlich auch wieder Fehler gemacht worden. Wie schon gegen die Pleite, gegen die Regionalligisten, aber komm, da sehen wir mal heute von ab. Aber die Frage muss gestellt werden, und die möchte ich jetzt am ersten Spieltag schon stellen: Wie viel Fehler oder Niederlagen darf sich ein Werder-Trainer denn leisten diese Saison? Wenn du gegen Bayern München verlierst, okay, aber gegen Drittligisten zu vergeigen, war schon echt schlecht, ne? Wenn jetzt andere Mannschaften kommen, wie Bochum und sowas, die unten dann drinnen stehen, eventuell. Und wir vergeigen dagegen. Wann zählen wir den Trainer denn an? Die ganze Rückrunde aus der letzten Saison, die war katastrophal mangelhaft. Wir hatten Glück gehabt, dass wir in der Hinserie unsere Punkte geholt haben, sonst wären wir abgestiegen. Und wir machen genau so weiter, wo wir aufgehört haben. Ich will jetzt noch nicht eine Trainerdiskussion anfangen, aber wenn sich die nächsten 2, 3 Spieltage auch so schlecht darstellen, dann sollten wir da mal drüber sprechen dürfen. Weil das kann es nicht sein. So, jetzt verabschiede ich euch erstmal. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr lieb seid. Aktiviert die Glocke, liked das Video, teilt es gerne. Kommentiert drunter, ob euch das Format gefällt, ob ich was ändern soll, ob ihr damit zufrieden seid. Ich versuche nach und nach ein bisschen mehr zu verändern zum Positiven. Vielleicht könnt ihr ja Anreize drunter schicken unter dem Video und dann würde ich mich freuen, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Das lasst den Kopf erstmal nicht hängen. Das ist mit Anführungszeichen Bayern München. Die sind auf einer ganz anderen Ebene als wir. Da können wir uns ne zurzeit nicht mehr mit messen, so traurig wie das ist. Fallt nicht in Depressionen rein. Das nächste Spiel kommt und vielleicht besinnt sich der Trainer mal auf eine gute Defensivarbeit und geht dann auf die Offensive. Und dass wir dann mal unsere Punkte mal holen. So, ich wünsche euch einen schönen Abend und lasst den Kopf nicht hängen.